Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich bin scharf. Mein Name ist Philipp Baum und hier auf meinen Social-Media-Kanälen, das heißt primär auf YouTube, aber auch auf Facebook und so weiter, Instagram und so vieles noch, beschäftige ich mich ausschließlich mit dem Thema Zunehmen. Heute quatschen wir über ein sehr spezifisches Thema und ich weiß, das sage ich immer und immer wieder. Aber heute sprechen wir über dich und deine innere Einstellung. Und bevor wir das tun, möchte ich auch hier in diesem Video mal ganz kurz die Gewinner bekannt geben. Und ganz nebenbei, das Mikrofon ist zu laut. Ja gut, das war eigentlich nicht das, was ich ganz nebenbei erzählen wollte. Aber ganz nebenbei könnt ihr auch wieder dabei mitmachen bei diesem Gewinnspiel, was ich heute eben verlost habe. Und die Gewinner habe ich eben quasi in einem Livestream in unserer Facebook-Gruppe verlost oder bekannt gegeben. Vielmehr, ich habe nicht die Gewinner verlost. Und alles, was ihr machen müsst, damit ihr auch daran teilnehmen könnt oder damit ihr daran teilnehmt vielmehr, ist, ihr müsst unterhalb einfach mal kommentieren, dass ihr daran teilnehmen wollt. Und wieso ist die Tabelle leer? Leute, enttäuscht mich nicht. Da ist die Tabelle. Also nochmal, alles, was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ich werde eigentlich jede Woche einen Platz für die Zunehm-Challenge verlosen. Ich weiß, ich habe es die letzten zwei Wochen nicht gemacht. Und deshalb habe ich gestern für euch, heute für mich gerade eben, die zwei Plätze verlost. Beziehungsweise sogar noch einen dritten gezogen, falls sich einer von den beiden anderen nicht meldet. Und alles, was du machen musst, um einen Platz von mir geschenkt zu bekommen. Das heißt, du bekommst einen Platz für die Zunehm-Challenge geschenkt. Damit bekommst du auch quasi Zugangsdaten zu dem ganzen Online-Bereich dazu. Da bekommst du jeden Tag ein neues Video, 5 bis 10 Minuten lang. Und wir nehmen innerhalb von 30 Tagen mit 20 Personen, ja, machen eine kleine Gruppe daraus, mit 20 Personen innerhalb von 30 Tagen einfach mal ohne Kalorienzählen zu. Und was da schon so für tolle Ergebnisse bei rumgekommen sind, die verlinke ich dir einfach mal hier oder hier. Ich glaube, das ist Spiegelverkehr, das heißt, ich müsste wahrscheinlich hier verlinken. Oder vielleicht da, ja, ist ja auch scheißegal. Es waren ein paar dabei, die haben 5, 6 Kilogramm zugenommen. Es waren auch welche dabei, haben 1, 2 Kilogramm zugenommen. Aber sicher ist, dass wenn du das alles umsetzt und wenn du dabei bist und das alles mal machen möchtest und einfach mal aktiv bist, dass du mit Sicherheit einiges zunehmen kannst beziehungsweise einfach den ersten Stein für deine Mauer vom Zunehmen setzen kannst. Jetzt aber, die Gewinner waren. Ich mache immer so eine Excel-Tabelle, mache einfach Zufallsbereich. Ich glaube, das ist das Fairste, was man machen kann. Ich kann euch die Namen nur nicht alle zeigen, aufgrund des Datenschutzes. Der erste Gewinner war die Sakine Gürsoy. Der zweite Gewinner war XXXP. Das sind beides YouTube-Namen. Ich weiß nicht, ob das die echten Namen sind. Das sind auf jeden Fall beides YouTube-Namen. Also XXXP wird kein echter Name sein. Aber Sakine vielleicht. Und ihr zwei seid die eigentlichen Gewinner. Wenn ihr es nicht schafft, euch bis Freitag bei mir per Facebook oder per Instagram zu melden, dann hat die Nummer, ich glaube 32 war es, gewonnen. Und das war auf jeden Fall die Cheyenne Hesse. Das habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Also Cheyenne Hesse war auf jeden Fall die dritte Gewinnerin. Die Nummer habe ich mir leider nicht notiert. Ich weiß immer noch, dass es Cheyenne war. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Jetzt aber kommen wir zum eigentlichen Punkt dieses Videos. Und der eigentliche Punkt dieses Videos bist du. Denn niemand anderes als du hat Schuld daran, dass du nicht zunimmst. Und das meine ich vollkommen ernst. Mich erreichen immer wieder Nachrichten, jeden Tag aufs Neue, irgendwelche Kommentare, Nachrichten auf Facebook, Instagram, YouTube, egal wo, ja, mit dem Inhalt, hey, ich habe das und das schon versucht, aber meine Katze ist gestorben und wenn ich arbeiten bin, dann habe ich morgens keine Zeit zu frühstücken und dann habe ich noch ein Kind zu versorgen und alles ist blöd, alle sind böse um mich herum und ich kann nicht zunehmen, weil alles andere schuld ist. Und ich kann dir sagen, du bist alleine dafür verantwortlich, dass du etwas änderst. Niemand um dich herum wird es tun, wenn du es nicht tust. Versprochen. Du kannst mir auch einen Haufen Geld in den Rachen schmeißen und meine Kurse kaufen und alles, Bücher lesen und die dicksten Nahrungsergänzungsmittel. Du kannst dir 15 Kilo Weight Gainer kaufen und nimmst trotzdem nicht zu, wenn du es nicht anwendest, wenn du es nicht umsetzt und wenn du nicht bereit bist, etwas zu ändern. Es gibt einen super coolen Spruch oder ein super cooles Sprichwort von Albert Einstein. Ich meine, das war so. Und dieser besagt, oder dieser ist die Definition von Wahnsinn. Und Wahnsinn ist, wenn man immer wieder dasselbe tut und ein anderes Ergebnis erzielen möchte. Und Leute, so ist es auch in diesem Fall. Ich weiß, dass wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute diese Videos hier nicht mögen, aber ich selber mag diese Videos, weil sie mich immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen bringen, wenn ich irgendwie wieder einen Schuldigen suche für irgendwas, was ich mal wieder verbockt habe, was ich mal wieder falsch gemacht habe oder was ich mal schleifen gelassen habe, und das möchte ich jetzt heute an euch zurückgeben.
Ich möchte dir sagen, dass du die einzige Person bist, die was daran ändern kann, dass du endlich zunimmst. Du kannst meine Hilfe, meine Hand annehmen und zum Beispiel bei dem Gewinnspiel mitmachen. Du kannst dich unterhalb bewerben, ja, dann telefonieren wir und gucken, ob wir überhaupt cool miteinander auskommen. Denn ich möchte halt nur mit Leuten zusammenarbeiten, die mir auch irgendwie sympathisch sind. Aber wenn du all das nicht machst, wenn du nicht mal, also ihr müsst ja nicht mal wirklich krass Geld investieren, ja. Die Challenge kostet wirklich extrem wenig. Das Programm kostet extrem wenig. Die Rezeptbücher kosten extrem wenig. Bücher, ihr könnt euch das Wissen auch selber aneignen. Ihr müsst nicht auf mich vertrauen, ihr könnt euch auch anderen Leuten irgendwie anvertrauen. Und dafür bezahlt ihr extrem wenig Geld. Und wenn ihr gar kein Geld investieren wollt, das versteht man ja auch. Es gibt wirklich vereinzelt Leute, und damit spreche ich eigentlich nur so 5-10% dieser Menschheit oder unserer Menschheit an, die einfach kein Geld für sowas haben. Aber wenn ich schon wieder lese, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich muss auch sparen beim Essen und ich kann nicht genug essen, deswegen nehme ich nicht zu. Wenn du anfängst, beim Essen zu sparen, nur damit du dir irgendwie ein neues FIFA-Spiel kaufen kannst oder nur damit du irgendwie ins Kino gehen kannst oder damit du mit deinen Jungs oder mit deinen Mädels saufen gehen kannst, da habe ich kein Verständnis für, da habe ich absolut kein Verständnis für. Investiert in euch selber, investiert in euren Körper, investiert in euer Wissen, denn das ist das, was nachhaltig und langfristig da ist und was ihr euch irgendwie weiterbringt. Wenn ihr immer nur spart an eurem eigenen Körper, an eurem eigenen Know-how, Wissen, an eurem Dasein, dann werdet ihr auch in anderen Bereichen eures Lebens nicht irgendwie was bringen können oder nichts weit bringen können. Das funktioniert ganz einfach nicht. Das, was du machen solltest, und ich glaube, ich habe den Punkt eben schon mal kurz genannt, ihr müsst ja nicht unbedingt extrem viel Geld investieren. Entweder ihr investiert kleines Geld vernünftig oder ihr investiert von mir auch gar kein Geld und spart euch das Geld, aber dann müsst ihr zum Beispiel Zeit investieren. Es funktioniert nicht anders. Der eine investiert Geld, der andere Zeit. Das ist wie bei Unternehmern. Entweder die investieren ihre eigene Zeit oder die investieren Geld in andere Personen, ja, die dann deren Zeit quasi da rein investieren, wenn ihr das versteht. Und du kannst doch einfach Zeit rein investieren. Du kannst einfach deine Zeit nehmen und dir YouTube-Videos angucken. Du kannst mit meinen YouTube-Videos alleine 100%ig zunehmen, wenn du dazu übergehst, jeden einzelnen Tipp aufzusaugen und umzusetzen. Es funktioniert halt natürlich nicht, wenn du ein Video dir anguckst kurz und nach 5 Sekunden abbrichst und sagst, oh ja, es reicht mir und eigentlich will ich ja lieber belustigt werden. Und ja, ihr habt das letzte Video gesehen. In meinem letzten Video habe ich gesagt, ich bin auch eigentlich eine Person, die lieber hingeht und irgendwie sich belustigen lässt. Aber ich weiß ganz genau, dass mich das Belustigen nicht weiterbringt. Das, was mich weiterbringt, sind nun mal diese 5 Tipps zum Erfolg, 5 Tipps zum Zunehmen, 5 Tipps zum Umgang mit Photoshop oder so. Das sind die Videos, die einem wirklich weiterbringen. Und da muss man nicht unbedingt Geld in die Hand nehmen. Die heutige Welt funktioniert auch ohne viel Geld. Alles, was ihr braucht, habt ihr schon. Ihr habt alles, was ihr braucht. Und das, was ihr noch nicht habt, beziehungsweise halt nicht so seht, dass ihr es vielleicht schon habt oder günstig da dran kommt oder nur für Zeit da dran kommt, diese Information könnt ihr euch in dem heutigen Zeitalter extrem günstig besorgen. Früher haben Seminare und Coachings und Programme und irgendwelche Studien und was weiß ich was, ja, wo Leute vor euch standen und euch was beigebracht haben. Das hat extrem viel Geld gekostet. Früher sind die für Zehntausende von Mark sind die irgendwo hingeflogen, um irgendwelche Leute sprechen zu hören und so. Und heute geht das alles übers Internet. Ihr könnt euch Online-Kurse kaufen, ihr könnt euch E-Books kaufen. E-Books sind einfach noch günstiger als Bücher. Und wenn ihr mal seht hier, das Buch, ich kann euch die Bücher nicht zeigen, weil sonst müsste ich wieder irgendwo Werbung hinschreiben. Bücher kosten keine Welt, verdammt. Es gibt hier ein paar Biografien, die ich gerne lese und so weiter und so fort. Da kostet so ein Buch, das ist ein Taschenbuch, kostet einfach 10 bis 15 Euro. Und das ist doch kein Geld. Ihr müsst auch mal anfangen, in euch selber zu investieren. Und ihr müsst euch klar machen, dass ihr die einzigen Personen seid, die etwas ändern können. Und damit du jetzt etwas änderst, habe ich dir unterhalb wie immer alles verlinkt. Klick einfach unterhalb des Videos auf die beiden Links. Als erstes bewirbst du dich am besten für die Zunehm-Challenge. Die Bewerbung ist völlig kostenfrei und unverbindlich und du kannst mir deine Fragen schon direkt am Telefon stellen und dann quatschen wir zusammen und gucken, ob wir zusammenpassen. Und wenn du dazu passt, wenn du in mein Team passt, wenn du dazu passt, dass ich denke, ey, es lohnt sich da Zeit, weil ich brauche auch meine Zeit da rein zu investieren, dass ich dir zeige, wie Zunehm funktioniert auf einfache Art und Weise, dann bist du dabei und dann können wir darüber alles quatschen und klären alles. Und der zweite Link ist der kostenlose Mitgliederbereich. Und ich weiß, dass in unserer Facebook-Gruppe immer noch Leute drin sind, die den kostenlosen Mitgliederbereich nicht nutzen. Und dann bekommst du Tipps und Rezepte kostenlos. Du musst nicht immer nur Geld investieren. Es reicht auch, wenn du dich ein bisschen zeitlich mit Sachen auseinandersetzt. So, du siehst, wir sind fast fertig mit dem Video. Du hast es fast geschafft. 80%, eigentlich haben wir schon viel mehr geschafft.
deine nächsten Schritte. Die meisten Leute kommen nicht ins Handeln und deshalb kommt jetzt immer dieser Abspann hier, in dem ich dir ganz genau erkläre, was jetzt deine nächsten Schritte sind. Wir fangen ganz einfach mal an, wir haben hier einen roten Faden vorbereitet. Wir fangen an mit dem ersten, was du machen solltest. Du solltest grundsätzlich einfach mal ein Like da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Du kannst den Kanal gerne abonnieren, damit du nichts Wichtiges zum Thema Zunehmen verpasst. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib mir diese Frage immer in die Kommentare. Ich beantworte sie dann in den nächsten Videos. Vielleicht jemand, vielleicht auch extra ein Video nur für dich und so weiter und so fort. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, kommst du zum zweiten Schritt. Da habe ich dir unten zwei sehr wichtige Sachen verlinkt. Die erste Sache, die ich dir verlinkt habe, ist der kostenlose Mitgliederbereich. Da findest du Tipps als Download, als PDF und eine Rezeptsammlung, damit nicht immer die Ausrede da ist, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich weiß nicht, was ich essen soll. Dafür gibt es diese Rezeptsammlung, diese Tippsammlung, lad sie dir einfach mal kostenlos runter. Im zweiten Link kannst du dich kostenlos und unverbindlich für die Zunehmen-Challenge bewerben. Wahrscheinlich hast du schon etliche Ergebnisse davon gesehen, etliche Sachen, Videos, ich weiß nicht was gesehen. Ich habe ja einiges gepostet in letzter Zeit. Da sind Leute bei den nebenden 3 Wochen, in 4 Wochen ohne Kalorien zu zählen. 4, 5, 6 Kilogramm zu und du kannst das auch. Alles, was du machen musst, ist dich einfach mal bewerben, dann telefonieren wir miteinander und gucken einfach, ob wir miteinander klarkommen. Und alles Weitere klären wir auch einfach mal am Telefon. Dann, wenn du das gemacht hast, kommst du automatisch, ja, egal was du von den beiden machst, findest du entweder da verlinkt oder da werde ich einfach weiterleiten, sobald du deine Bewerbung abgeschickt hast, auf die Facebook-Gruppe. Denn das Wichtigste, kann ich dir sagen, ist der Austausch mit anderen Menschen. Du bist nicht alleine mit deinen Problemen da draußen, bist du nicht. Du kannst noch mit anderen Menschen darüber quatschen. In unserer Facebook-Gruppe sind mittlerweile über 1100, 1200, 1300 Menschen drin. Und diese Menschen haben dasselbe Problem, was du auch hast. Sie haben Probleme beim Zunehmen. Du kannst dich mit den Menschen austauschen und diesen Link findest du, wie eben schon gesagt, hier drin verlinkt und da leite ich dich einfach weiter. Das heißt, das ist ein roter Faden. Lass dem Video im ersten Schritt einen Daumen nach oben da, damit zeigst du YouTube, dass das Thema relevant ist und es wird einfach weiter nach oben gerankt. Im zweiten Schritt solltest du den Kanal abonnieren, damit du nichts Wichtiges zum Thema Zunehmen verpasst. Dann solltest du am besten einen Kommentar schreiben, falls du Fragen oder ähnliches hast, ja? Dann klickst du bitte unterhalb auf einen der beiden Links und lädst dir entweder die Tipps oder die Rezepte runter, arbeitest damit endlich mal oder bewirbst dich kostenlos und unverbindlich für die Zunehm-Challenge. Und wenn du das gemacht hast, dann leite ich dich weiter auf die Facebook-Gruppe. In der Facebook-Gruppe triffst du andere Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Und wenn du in der Facebook-Gruppe drin bist, schicke ich dir sogar noch die WhatsApp-Gruppe zu. Das heißt, du bist mega gut vernetzt, du verpasst nichts mehr und du nimmst endlich zu.